Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Force of Nature. Wir haben das letzte Mal... Ey, Moment, das ist... Ach, das brauche ich, okay. Wir haben das letzte Mal unsere Beduinenkleidung hergestellt. Und ich bin der festen Überzeugung, wir sind weit genug voranzuschreiten. Erstmal... die Kaffeebohne werde ich jetzt nicht mitnehmen, für den Fall der Fälle, dass ich einfach noch zu viel Zeug mit habe. Die Kupferbahn kann ich eigentlich auch hier lassen. Okay. Tür. Einfach noch ein bisschen Platz machen. Ah, sehr gut. Den Platz habe ich nicht, aber dann muss es halt so gehen, wie es ist. Und es ist auch genau Tag. Ich habe mir auch schon den passenden Track für das ausgesucht, obwohl, warte mal, wo muss ich denn hin? Ich gehe zu Scorpius. Jetzt müsste ich ja in der Lage sein, erstmal hier alles zu vermöbeln. Okay. Vielleicht läuft die Musik schon, ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Aber... So. Ach, das ist natürlich ärgerlich, da habe ich nicht aufgepasst. Aber egal. So, in welche Richtung muss ich denn... Da hoch. Da geht's Richtung Wüste. Und der Track, den ich mir überlegt habe, passt auch wunderbar dafür. Ehrlich gesagt, den hier würde ich gerne mitnehmen, den Bienenstock. Da ist noch ein Wildschwein. Ach komm, die mach ich platt. Okay. Ich glaube falsch. Da hoch? Da hoch, genau da hoch muss ich. Ich versuch's mal hier hinten. Wir werden jetzt bestimmt gleich auf die ersten heftigen Gegner hier treffen. Schafe zum Beispiel. Ja, Wildschweine. Toll. Ah, interessant. Ja, und jetzt wegrennen, du feige Sau. So. Da hoch muss ich, okay. Gut. Dann hacke ich mich halt hier durchs Gebüsch, wenn es nicht anders geht. Ich will jetzt endlich in die blöde Wüste. Ich habe mir auch schon den passenden Track für das Biom mit dem Schnee ausgedacht. Was heißt ausgedacht? Was ich nehme, einfach nur überlegt. So, Wölfchen, Füchschen. Kommt nicht an mich ran. Haha. Dann schlage ich dich halt mit der Axt. Ja, okay. Mach ruhig weiter so. Mach's dir gut. Noch ein bisschen Holz abgreifen, schadet natürlich nicht. So, jetzt können wir uns endlich in diese beschissene Kackwüste hier trauen. Die ich immer noch nicht sehe. Sag mal, ich war doch schon in der Wüste. Oh ja, toll. Ein Golem. Scheiße, den wollte ich nicht trinken. Golem. Ich hab ja... Ui, der sieht bösartig aus. Ah, ich hab Gift.
Das Gift wirkt echt lange. Toll, jetzt geht die Force of Nature Musik wieder los. Danke. Mal sehen, ob die jetzt bleibt. Wo ist er? Toll, ich hoffe, da achte ich drauf. Boah, das Gift ist echt übel, da brauche ich was dagegen. Ich wurde bisher nicht vergiftet. Nee, das ist ernsthaft richtig übel, das Gift. Mal sehen, ob die Musik jetzt bleibt. Wenn ja, mache ich sie wahrscheinlich aus. Kann ich auch irgendwo Statuseffekte anschauen? Nee. Ernsthaft? Das gesamte, verstehe ich das richtig? Das gesamte Spiel über funktioniert die Musik nicht. Und mit einmal funktioniert sie. Ich habe die Wüste erreicht und ich kann mit einmal aufatmen. Ja, die Musik funktioniert. Scheiße, jetzt habe ich das gedrückt. Ach, egal. Danke. Danke, Spiel. Warte mal, ob es jetzt wieder aussetzt. Okay, dann setzt die Musik hier hoffentlich erst später ein jetzt. Will ich mal wissen, wie viel Schaden du machst. Komm, komm zu meiner Keule. Oh, okay. Steinsplitter. Ich muss mich durch die Wüste plagen jetzt. Okay, ich bin ganz ehrlich. Ich mach die Musik aus. Da setze ich lieber meine eigene Musik drunter, also. Gut. Lange einzeln ist. Dafür, dass du so einen hohen Level hast, bist du echt ein Weichei. Ich hab die mir schlimmer vorgestellt. Warum sind hier Füchse? Die Viecher gibt's überall, oder? Achso. Ja, hau bloß ab. Ach, ich hack mich jetzt hier einfach durch. Ah, da könnte ich Aloe Vera klauen. Sieht so aus wie Aloe Pflanzen. Sehen, was sie bringen. Wow, so viel nicht. Ich bin so froh, dass ich die gefunden habe. So. Mit den Kokosnüssen könnte ich Chunga Changa schon erreichen. Die Wüste ist irgendwie trostlos, ich kann mir auch nicht helfen. Naja, wir machen die Wüste einfach mal kaputt. Es gibt nicht viel Vegetation und was da ist, hacke ich jetzt auch noch zu Kleinholz. Und zu Kleinblättern.
So, im Nachhinein betrachtet ist meine Playlist tatsächlich deutlich besser als das Dip Dip Dip, das du die ganze Zeit im Hintergrund hörst. Also, Tja, dann komme ich da hoch. Er scheint mir irgendwie so deplatziert, deren Playlist. Das mag vielleicht für den Anfang okay sein, danach bräuchte man aber andere Titel. Kommt man ja nirgends durch. Ist das nur für einen Wald, in dem man nirgends durchkommt? Das ist ja nicht mal ein Wald. Das sind einfach nur tote Bäume. Ich hack mich halt durch. Vielleicht trinke ich dann gleich doch lieber einen heißen Kaffee. Ich hätte wirklich ohne Inventar hierher gehen sollen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich jetzt so viel Holz kriege. Weil es ja eine Wüste ist, wisst ihr? In Wüsten sammelt man eher weniger Holz. Habe ich immer gedacht, aber das ist eine besondere Wüste, denn hier gibt's Holz satt. Ah, da liegt irgendwas, oder? Egal, wir sind durch. Und darauf kommt's an. So eine erfrischende Kokosnuss ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ah, okay. Oh, das sieht mir nach einem kleinen Problem aus vom Gegner her. Den schießen wir zuerst an. Du, Heinz. Hey. Ich kann nicht hochschießen. Oh, so schießt man hoch. Wie komme ich zurück? Ah, sehr gut. Komm her. Ich esse sogar noch, während ich dich verprügel. Hey, du hast einen Pfeil im Rücken. Herr Pferdefuß. Ist halt ganz schön laut drauf. Ja, also ich habe eigentlich echt gedacht, ja, jetzt komme ich in die Wüste, da kommen so richtig üble Gegner. Aber anscheinend ja doch nicht. Weil hier liegen überall Knochen, da rechnet man noch damit. So, jetzt will ich wissen, was hast du so drauf, Golem? Wow. Das, was, mehr nicht? Du bist ein Riesensteingolem und machst so wenig Schaden. Ich habe die ganze Zeit Schiss vor dir. Warum? Ah, aber ein Topazsplitter hat sich schon gelohnt. Hey, und unser Weg ist wieder mal von Pflanzen und Vegetation versperrt, wie so oft in einer Wüste. Was ist das für eine Wüste? Hier ist alles voll mit Pflanzen. An der Stelle, an der dieser Steinsplitter ist, baue ich ein Portal, eindeutig. Wenn ich jetzt hier haufenweise Steine finden würde, würde ich einsehen, ich muss da irgendwie ganz weit hochkommen.
Dann ist sie auch noch so beschissen bergig. Eine Steinwüste könnte ich echt verstehen. Gelbe Rosen. Ah, ich habe Rosen gefunden. Ja, endlich. Hier wachsen die also. Ich vermute mal, mein Inventar wird bald voll sein. Auf jeden Fall, die Kokosnüsse sind schon fast alle weggefuttert. Ja, Errungenschaft freigeschaltet. Chunga Changa, endlich. Nur deswegen machen wir das ja. Habe ich noch irgendwas, was ich reinpacken könnte? Ich könnte noch die Träublinge essen. Ich höre einen Golem. Den will ich haben. Den töte ich im Nahkampf, jetzt wo ich weiß, wie schwach der ist. Wird auf jeden Fall im Nahkampf gelegt. Ich dachte nur, guck mal, wie groß das Vieh ist und ich habe es gedacht, er zieht mir so 20, 30 Leben mit einem Schlag ab, aber der ist auch nicht stärker als alles andere hier. Ja, doch, ist er schon, aber nicht so viel stärker. Vor allem ist er langsam. Oh. Selbst im Strand sind Golems gefährlicher. Haben die Kristallgolems. Ton. Die Steinsplitter und Topazsplitter. Also den Ton kannst du gern behalten. Hat anscheinend noch einen Todesschiss gemacht, als er gestorben ist. Da haben wir einen. Stachel nehme ich auf jeden Fall mit. Oh, fuck. Die Viecher sind tatsächlich ein Problem. Boah, ich dachte, jetzt zerschmeißt einen Stein, aber auch das macht er nicht. Du, ich heile hier mit Pilzen gegen. Warum lassen die Ton fallen? Das finde ich irgendwie komisch. Steinsplitter. Und jetzt können wir endlich die Erdbeerdesserts rausholen. Yay! Yeah. Ausdauer und Gesundheit. Wird schon wieder dunkel. Ist das hier einfach nichts weiter? Scheiße. Gelbe Rosen. Auch erstmal ein Käffchen. Ja, die Skorpione machen mir schon ein bisschen Schiss. Ah, das sind Nahkampfskorpione. Okay, die sind nicht weiter gefährlich. Au, okay. Die machen vielleicht doch ein bisschen Aua. Boah, wie viel stärker die Skorpione. Ich möchte mal das Verhältnis sehen. Dieser kleine Skorpion, der keinen Giftschaden macht. Dieser zwei Mann hohe Steingolem, der eigentlich ein Kaninchen, der eigentlich ein Reh problemlos zerteilen können müsste. Das Verhältnis von dem Schaden. Der Skorpion macht kaum nennenswerten Schaden. Hör auf hier zu spucken, Mensch. So ein Feigling, der kommt nicht mal nach. Wenn ich jetzt rechts schieße, schieße ich hoch. Ah. Okay. Gut. So komme ich damit. Mit rechts kann ich hochschießen. Ja, hat er gut geklappt. Oder oh, ist einfach nur ein starker Schuss? Hat er eine Münze fallen lassen? Ne, die lassen auch ein paar Splitter fallen. Umso besser habe ich es leichter. Wo muss ich eigentlich hin? Laufe ich eigentlich in... Ja, ungefähr laufe ich in die richtige Richtung.
Problem ist bloß, es wird gerade dunkel und im Dunkeln, ne? Komm her. Ich will nicht noch mehr Pfeile verschwenden, ehrlich gesagt. Das Gute an denen ist, ich kann einfach weglaufen im Zweifelsfall. Lässt der recht tot stehen. Manchmal schießt er irgendwie so. Was? Was? Wohin schießt du denn, verdammt? Manchmal schießt er so extrem hoch und manchmal. Manchmal fliegen die Pfeile direkt fast vor dich. Und manchmal. Oh ja, 20 Meter weiter? Kein Problem. Was zur Hölle ist das? Ist das das Erz, was mir fehlt? Da ist ein Golem. Problem ist aber, ich habe keinen Platz. Ich hätte vielleicht eine Schaufel oder sowas zurücklassen sollen. Kopfsalat. Da habe ich schon was draus gemacht. Ich könnte aber vielleicht noch ein paar Baumstämme verarbeiten. Einfach nur so. Es muss ja nicht direkt aufgemacht werden. Passt schon. Ich hole mir mal ein bisschen was. Kann ich gebrauchen. Kupfer, genau, das brauche ich. Hier gibt es also Kupfer. Erstmal ein Käppchen. Wenn ich dann zu viel habe, schmeiße ich einfach Steine weg, weil Steine gibt es ja hier im Überfluss im Spiel. Jetzt fühle ich mich wirklich wie ein Metin. Wenn man eine Erzader findet und dann 5-6 Minuten einfach nur sinnlos draufhaut, damit man seine Spitzhacke irgendwann leveln kann. Während um einen rundherum Spinnen und andere Monster lauern. Irgendwelches blaues Erz. Das ist Zinn wahrscheinlich. Zinn habe ich aber erstmal genug. Aber Kupfer kann ich gerade wirklich gebrauchen. Bei Münzen kriege ich jetzt auch nicht so viel. Wie gesagt, die Ausdauer hier. Ich habe sogar noch ein bisschen Platz. Komm her. Jetzt sagt die Fresse. Au. Ja, auch für mich. Au. Hey, wie zur Hölle? Ey, ich bin 10 Meter weg. Wie triffst du mich? Im Nahkampf. Naja, wenn es zu übel wird. So. Steine und Steinsplitter. Hm. Geben auch nicht immer Topaz. Aber ich muss ja eh da hoch. Kann sein, dass ich jetzt erst so richtig in der Wüste angekommen bin. Das ist ein Nahkampfskorpion, bin ich mir ziemlich sicher. Der da oben nicht. Nochmal gelbe Rosen hier, da war gerade so ein Teufelvieh. Die werden auch immer High Level, klar. Der ist schon Level 5 jetzt. Auch schon wieder ein Café.
Nee, noch nicht ganz. Echt alles nicht ohne. Jetzt fliegt der wieder so. War später? Gut. Danke. Den wollte ich zwar nicht töten, aber ist auch okay. Darauf erstmal einen Kaffee. Auf den Schrecken. Ich könnte mir ein paar Giftpfeile machen, auf jeden Fall mit den Sachen, die ich hier finde. So, da ist jemand, der gerne ein bisschen was aufs Gesicht haben möchte. Sofern er noch. Er hat. Haben die ein Gesicht? Mehr oder weniger, ja. Es ist aus Felsen, aber es ist eine Art Gesicht. Das könnte noch ein bisschen dauern, bis ich da hochkomme. Die Gegnerstärke ist nicht zu unterschätzen. Naja, vielleicht nicht über die Stärke, aber. Ach, ich schlag dem ab und so Steinsplitter ab. Und da die Gegner nachspawnen, werden Steine nie ausgehen. Das ist natürlich gut. Bin mal gespannt, was mich auf dem Berg erwartet. Auch da habe ich schon die passende Playlist. Wie viel macht das Erdbeer bisher nochmal? 50 Gesundheit in 10 Sekunden. Also das ist ein richtig großes Heil-Item. Sollte ich mir noch aufsparen. Dann esse ich lieber erstmal das gebratene Fleisch weiter. Komm her. Ich hoffe, ich brauche... Habe ich die gerade verfehlt? Eine Goldmünze. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie doof, dass die keine Münzen hier geben. Oh, der sieht anders aus. Was bist denn du für einer? Bleib mal stehen, ich will dich abknallen. Oh, ist auch nur Level 4. Das sieht auch nicht jetzt so viel stärker aus gerade. Er ist schneller. Was wirfst du runter? Ein Fangzahn, ja danke. Damit war wieder einen schönen Tag, da kann ich Asche herstellen. Mit Asche kann ich auch irgendwann nichts mehr anfangen. Knallt das lieber nur ab so. Ich muss mir merken, wenn ich das nächste Mal hierher gehe, sehr, sehr viel Sachen zum Heilen mitnehmen. Viel, viel mehr als ich jetzt habe. Was noch wichtiger ist, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich Fleisch kriege in Zukunft. Ah, gut, die glühende Asche ist fertig. Das ist eine wichtige Info. So, bin ich immer noch auf Kurs? So in etwa. Ich habe eher das Problem, dass mir langsam die Pfeile ausgehen. Hätte ich gar nicht gedacht, wie viele Pfeile ich hier brauche. Ich kann jetzt auch die Skorpione nicht mehr unterscheiden, wenn ich ehrlich bin. Schauen wir mal, ob der auf mich spuckst oder... Nee, Nahkampf. Scheiße, der kann auch vergiften. Dreckvieh. Komm her. Oh. Okay, vergiftet bin ich eh, dann mache ich die jetzt im Nahkampf fertig. Mann, stirb. Hör auf, ich stinke schon, lass mich.